Ich werde beides. Ich werde Erster und Zweiter. Fangen wir doch mal direkt mit Baby Parker. Oh. Sag mal gucken, wo sehe ich denn eigentlich, wer mitfährt? Gleich wenn das Rennen startet, siehst du einen Namen. Ich glaube, der eine ist Bright, im blauen Anzug ist Vasco. Nee, Vasco ist grün. Ist das andere Heaven? Oh, es ist Lux. Ja. Let's go. Ach, hier mit der beste Strecke zum Start. Oh Gott, wir fangen auch noch mit Baby Park an, ey. Das kann echt was werden jetzt. Die wertvolle Sieger der Herzen. Ey, ihr habt zwar noch gesagt, dass ich auf China geklickt habe, war auch wirklich mehr ein Beißreflex als alles andere. Aber mein Gehirn war zu dem Zeitpunkt ausgeschaltet. Hey Dennis, wie wär's? Ich bin ja schon ein paar Mal bei deinen Speedruns zu Gast gewesen. Du raced mal GeoGuessr mit mir. Habe ich dein Premium-Account? Oh, wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich muss dich gleich mal lauter machen. Chat, was hat er? Wow! Ey, wir liegen hier schon wieder Bananen die ganze Zeit. Wuppen. Das ist gut. Hier mit dem. Oh nein, kann ich diese. Wir haben die Strecke gestern mit kuriosen Items gemacht. Das war ganz schlimm. Ey, furiose Items sind aber auch so wild. Wenn du halt dauerhaft nur irgendwie den Torpedo-Tat und alles kriegst. Torpedo-Tat, so hab ich den auch nicht genannt. Nee, Torpedo-Tim war der richtige Name, ne? Rakete. Rakete! Jo! Let's go, let's go, ich bin Fünfter. Oh, Speed Boost. Waluigi Number One. Ey, ich bin auf dem Vierten hoch. Dreimal Waluigi in den Top 4 ist doch gut. Ey, sehe ich genauso. Ich habe das Spiel ein bisschen leiser gemacht, denn es ist ein bisschen lauter. Sag mal, ob das so passt. Zufällig. Kommt eh deine dran. Okay, es war knapp. Es war sehr knapp. Aber ein bisschen Animal Crossing geht auch. Hast du Animal Crossing nochmal hier wieder angefasst? Nach dem Mai 2020 nie wieder. Ich glaube, ja, bei mir war auch das Oster-Event, glaube ich, das letzte. Obwohl doch, ich habe einmal reingeguckt, was die so sagen, wenn man 6 Monate nicht da war. Ich glaube, ich warte. Obwohl, nee, Ostern war das Fishing-Event nach Ostern? Hey, das war ein. Dieses Turnier? Ja, das ist doch alle 3 Monate irgendwie. Ja, dann das erste meine ich. War das noch im März oder war das April? Weiß gerade auch nicht, weil ich glaube wirklich, ich habe on-stream das Fischturnier gespielt und dann war ich komplett durch mit allem. Scheiße, geh weg. Du weißt, wie viele Walütis hier mitfahren? Ja, nicht genug. Jo, wer legt denn da Bananen-Items? Oh, das wusste ich. Oh. Oh. Ja, der Blitz ist auch nicht so toll. Nö, nee, der Blitz war ein bisschen suboptimal. True. Oh, eine Orange. Anyway. Oh. Da hat er mich gleich gesucht. Der Tröten, Mann. Oh, oh. Hier kommst du, Panzer. Ja, ich bin ja nicht Erster, ne? Warte, ich werf noch einen, wenn du Erster bist. Ja, mach. Was ich einfach am meisten liebe, ist, wie viel ich in Animal Crossing schon wusste, was Gegenstände und Items und so sind, weil ich so viel Mario Kart gespielt habe. Das wie mit den Luftballons und den Früchten. Ich finde, die Strecke kann man erst richtig appreciaten, wenn man Animal Crossing wirklich gespielt hat. Mit den ganzen Bewohnern, die hier so rumlaufen. True. Ich bin aber auch gerade mit dem Pilz gegen einen Stein gefahren und es kam eine Münze raus. Ja, das ist immer
Das fand ich schon. Sehr detailverliebt. Ein bisschen witzig. Oh, Dennis. Wie schaut's aus? Ja, tu Dinge. Ah! Oh! Nicht wissen, was da passiert ist. Nee, nee. Okay, ich hab's gerade im Stream gesehen. Stream Sniper! Boah! Ja, Delay. Nein! Ja, mit dir. Ich hab nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Den ersten habe ich weggehupt, aber den zweiten nicht. Vasco, was war da denn los? Traurige Musik war da los. Ey, das Spiel aber auch gerade so, als wären einfach Leute gestorben auf den letzten Plätzen. Okay, ich brauche jetzt eine Strecke, auf der ich dich schlage. Du meinst Rainbow Road, die Anti-GSV-Strecke? Hör auf, die zu wählen. Ich fall da nur runter, das weißt du ganz genau. Nicht nur du. Ach. Oh je. Yeah. Da wünscht man sich einmal Bowser's Festung, aber nein. Wir haben Bowser's Festung zu Hause. Okay. Ja, einfach super moody, dieser Hintergrund. So ein Foreshadowing für Super Mario Odyssey. Mhm. Mit dem Disco-Video. Was ist los? Der Grind ist real. Ja. Oh Gott. Ich habe dieses Spiel locker 2-3 Monate nicht angefasst. Oh Gott, wenn man einmal hinten ist. Du, ich war gerade auch Elfter, von daher. Na gut, du hast mich gerade runterfallen gesehen. Ja, das war schön. Geht's? Jo, Zweiter, let's go. Plus nicht. Torpedo-Team, ne? Mhm. Ein Torpedo-Team. Oh no. Tentakel-Brudi. Könnt ihr mich überholen? Wie macht ihr das? Hey! Nicht jetzt und nicht da. Nee, 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 nee. Oh. Wie die Münze. Wir hatten, glaube ich, gerade beide Münze-Items, die wir da verloren haben. Oh, da vorne sehe ich Leute. Nee, 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 bleib mal hinten. Ich sehe schon hier. Snipe! Boah! Nicht mal ansatzweise nah dran. Oh! 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 Oh nö! Nö, nö, nö! Bist du in den Pilz reingefahren? Nee, ich bin einfach so in den Abgrund gegrindet. Jetzt bin ich in den Pilz reingefahren! Zweiter werden ist ja auch voll überschätzt. Ich hab fast genug geholt. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Vier gewinnt. Der rote Panzer und Pilz zum Schluss hat sehr geholfen. Mhm. Roter zum Schluss? Frech, oder? Ja, wer macht sowas denn? Würde und zieht dann mit dem Pilz vorbei und versucht noch was runter zu hauen. Also, ja, und neben Mario Kart, für was nutzt du deinen Tag heute noch so? Ich werde meinen Tag nutzen für Mario Kart, dann will ich was Geiles snacken nachher. Ja, heute verraten Abend. Was? Ja, was ist ja. Verraten mal. Komm. Nee, das werde ich morgen erst machen. Das, was du jetzt meinst. Ah, okay. Ich werde einfach zum Griechen gehen, mir was Geiles vom Griechen holen. Gyros-Teller! Ja, zum Beispiel. Jo, wir hatten lange keinen Gyros-Teller mehr im Snacks-Kanal. Eventuell gibt es heute Abend Pokémon Randomizer Races. Nice. Steht schon mal wieder ein neues Tournament an? Oder erstmal? Ich glaube, in 2 Wochen habe ich ein Race für Blue. First Badge Order mit Skin bei den
BSG, also dem Speedrunner Gathering, das erste Mal ein Race in einem Marathon, das wird interessant. Nice! Und es wird wahrscheinlich sehr Monka S. Genauso wie diese Faust von Bowser. Ah, ist gut, bleib stehen, bleib stehen. Ich kann jetzt einen grünen abkommen. Oder auch nicht. Oh, ich will nicht angeben, aber ich bin auf dem zweiten Platz. Und du hast eine Kuppel. Das ist quasi zweimal der erste. Auch eine Kuppel. Wer huckt sich zuerst weg? Hör auf! Ich bin noch nicht dicht genug dran. Mach mal einen Fahrfehler. Ich mach die ganze Zeit Fahrfehler! Ah! Oh! Da war der Fahrfehler. Oh nein! Hör auf mit dem Bumerang. Hör einfach auf. Nein! Oh. Nicht diese Pause. Oh. Ey, knappe Kiste, knappe Kiste. Das ist erst zweite Runde, da kann noch viel Blödsinn passieren. Oh oh! Oh! Nein! Besserer Grind, besser Grind! Nein, Banane! Nein! Lass doch sowas happen. Okay, 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 let's go. Jetzt eskaliert's komplett. Oh oh. Kommt eh noch ein blauer Panzer, ich kenn mein Glück. Warum bin ich denn jetzt Vierter? Nein, oh, kein Item bekommen. Oh! Knockt ihr euch davon bitte mal weg. Okay. Reflex. Nein. Also da eine rote Flagge. Ich hab alle Feuerpflanzen daneben. Nö! Da hat meine Banane auch gesehen. Und ich fahre gegen jeden Stein, der hier so liegt. Ey, das kann nicht. Es kann nicht. Jetzt trefft mich als Siebter so ein blauer Panzer. Okay, danke, Spiel. Ey, dass ich da einfach den Sieg aus der Hand gegeben habe. Ja, da bin ich mal schön Achter geworden. Ich wurde sogar vom Shy Guy überholt. Nun. Also das hätte echt nicht sein müssen. Was soll ich sagen? Das passiert halt, wenn wir Strecken nehmen, die du gewählt hast. Ey, Bowser, die Bowser-Strecke ist eine der besten, die es gibt. Die ist so großartig. Okay, hallo? Mit Bewegungssteuerung. Schönes Spiel. Hurra. Okay, Ding, Ding, Ding. Ja, aber die schweren Gegner fühle ich schon voll. Ja, das passt schon ganz gut. Weil das andere wäre, glaube ich, zu leicht. Konnte man nicht eigentlich auch einen Endless-Modus einschalten? Endless nicht, aber du kannst halt die Strecken auf Maximum stellen, 48 oder was das dann ist. Oh Gott, no. Und dann machen wir 48 Rennen. Oh Gott, no. Ich glaube, das gibt meinen Koffer oder nicht, ja? Ich weiß auch gar nicht, wie lange dauert denn so ein 48 Rennen-Speedrun. Ich glaube, irgendwie so 2 Stunden oder so. Ich wollte sagen, wenn jede Strecke so 2-3 Minuten lang ist am Ende. Dann lass mich mal runterscrollen. Vor 3 Jahren habe ich 48 Tracks in 150cc in 2 Stunden 9 gemacht. Gut gescherzt. Bin auf Platz 142. Yikes. Ja, das lohnt sich ja mal schon aus, diese ganzen Abkürzungen zu kennen. Da hatte ich echt nie Bock, die zu lernen. Was am meisten lohnt sich halt, einfach nicht getroffen zu werden. True. Aber im Schnitt hat man so pro Strecke mindestens einen Blitz oder eine blaue. Ja. Kannst du so gut fahren, wie du willst. Ja, eben. Und dann verlierst du irgendwas, wenn du in der Luft bist und dann hast du verloren. Ja, oder so eine random grüne. Ja noch nie passiert. 2 random grüne. Also ich habe Kevin eben mit einer grünen am Heck gesehen. So. Just saying.
Ja, alles gut. Tschüss, Todd. Bonk. Was soll das für ein Drift? Warum bist du dich dran? Das geht so nicht. Ey, wie ich mit den Sternen nicht mal ansatzweise aufhole, ne? Here we go! Müsste das jetzt sein mit dem Blitz? Ey, der Blitz war gut. Nee, nee, es war ein guter Blitz, war ein guter Blitz. Mehr davon bitte. Yo! Okay. Halbe Trickshot. Okay, ich bin wieder Dritter. Wieso denn Münzen? Wer ist denn vorne gerade? Bist du das? Ja. Du und der Villager, okay. Der Villager ist Heaven. Oh, okay. Und ich diese Tempo auf Gott zu verbessern. Gift des Todes. Das Spiel ist fertig. Ich komme aber auch nicht an euch ran, ne? Wie viele Münzen hast du? Bist du auf 10? Ja, ich bin auf 10. Okay, ich auch. Oh nein, der Blooper wird uns gesagt. Nicht. Nee, für mich ist ein gnädiger Blooper, aber. Ey! Ich bin Kampf spät, leider. Oh, wäre da so eine Sekunde eher gekommen, ne? Mhm. Oh, das hätte ich so gut gefunden. Oh, Finn, hallo, willkommen zurück. Okay, gib mir Hyrule. Dann haben wir doppelte Chance. Yeah. Irgendwas Weirdes ist auf Steam gerade passiert. Random Pop-Up, sie haben einen neuen Gegenstand in ihrem Inventar. Aha. Was wurde dir gegiftet? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich wieder irgendeine Trading Card freigeschaltet. Ui. Ja, mein Steam gerade gefühlt so ein bisschen buggy. Also ich habe auch diese Hades-Karten viel zu spät bekommen. Die sind mir wurscht, deswegen who cares. Aber auch bei Alte 4 sind meine Achievements verbuggt. Dass ich halt Sachen hätte kriegen müssen, aber ich habe sie nicht bekommen. Gefühlt spiele ich auf Steam gerade und Tabletop-Simulator. Ja, immer noch mit der Familie, ne? Jawohl. Nice. Das finde ich so eine schöne Idee einfach. Ja, Doppelbohrer. Ja, vor allem, ich hab noch einen. Der hätte jetzt echt nicht sein müssen. Ich sehe absolut gar nichts. Du hast mich getroffen, du Hund. Ach nee, ist der Vasco. Ja, Vasco hat auch einen. Auf den falschen alter Vasco. Nicht nach hinten. So. Und zwar Doppel-Boomerang-Action. Hier hinten gefangen wegen auf den CPU-Gegnern. Yay. Oh! Okay, 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 ich hab ne Chance, ich hab ne Chance. Diese Bombe! Warst du eine gute Bombe? Puh, gerade so dran vorbeigekommen. Oh, schade, schade. Hm. Oh! Yo, yo, renn vorbei, sad. Oh, mein Feuer hat nicht getroffen, sehr schade. Aber drei waren nicht gespawnt. Okay, never mind. Okay, jetzt keine blauen Panzer mehr, keine Blitze, keine roten Panzer. Ja, was tun ich sind dicht hinter dir, wir machen das schon. Nach meinem ersten Battle Royale Sieg brauche ich jetzt den ersten Mario Kart Sieg meines Lebens. Ja, also. Diese Bombe war. Ich habe noch nie in Mario Kart ein Rennen gewonnen, bitte. Zerstört meine Laune, erfüllt einem kleinen, traurigen Kind seinen einzigen Traum.
ich bin das Kind in diesem Szenario. Oh Gott, wie fahre ich denn? Wie fahre ich denn? Ah, da ist getan, der Hund. Poggy? Ich weiß nicht, wie ich das finde. Also das Peinliche ist eigentlich nur, dass du dich von Cooper hast überholen lassen. Ja, deine Bombe war schuld tatsächlich. Ah. Also die zweite. 40 Jahre Counter-Strike haben mir so viel über Bomben beigebracht. Okay, gute Strecke, gute Strecke. Auch Big Blue in meinem Leben. Ah, okay, wir waren bei der gleichen Auswahl, aber ich musste mich für die Clown-Strecke entscheiden. Was ist hier eigentlich für ein Sturm draußen? Das ist ja widerlich. Ey, bei uns ist auch so krass, der Wind geht so ab. Ja, heute Morgen hat sie auch gehagelt und mit Gewitter und so. Ja, als ich gestern zum Hundesitten gelaufen bin, war es auch erst Regen und dann war Schnee und ich kam halt so klitschnass da an und war so, what has happened? Ich dachte erst in deinem Video, das du da gepostet hast, dass der Hund im Kamin liegt. Das sah halt irgendwie komisch aus. Ich meine, wir haben heute alle Zutaten für Hot Dogs gekauft, aber... Nicht so ein Hot Dog. Nicht so ein Hot Dog. Sorry, Vasco. Oder? Ey, ich vergesse wirklich, dass diese Strecke existiert, ne? Bis sie jemand auswählt. Ey, ich habe so oft diese Strecke einfach auf der Wii gespielt und vergesse es so schnell nicht. Vulkanrollen finde ich einfach fürchterlich. Ich mag es, dass einfach die Strecke kaputt geht und aufpassen muss jedes Mal. Was ist noch da von der Strecke, was nicht? Er ist mir zu destruktiv. Oi, oi, oi. Eine Fahrweise ist zu dicht. Feuerwurm. Ich bin wirklich wahrscheinlich das letzte Mal diese Strecke in 2019 gefahren, ne? Das ist ein bisschen her. Oh Gott! Die stresst mich! Die Musik stresst auch. Schieß ich wie? Ja, Ding Dong! Habe ich da mal was nach vorne geworfen? Ja, das ist gut, weil ich bin der davon. 2019 war doch erst vor 3 Monaten. Auch wieder wahr, ja. Nach meinem aktuellen Zeitgefühl definitiv vor 3 Monaten. Ey, wisst ihr noch damals, wo alle dachten, 2019 war scheiße? Endlich 2020, das wird mein Jahr. Ja. Oh Gott. Das hat nicht so viel geklappt. Ey, aber trotzdem haben wir durchgebissen und sind bisher durchgekommen. Boah. Dieser Blitz wird dein letztes Mal. Ja, ich bin auch aus irgendeinem Grund Sechster. Ich mag die Lücke zwischen uns allen. Kann ich Prost auch mal jemanden drin lassen, den. Oh oh. Oh, warum fahre ich hier lang? Speed! Okay, Vierter. Im 4. Platz kann ich umgehen. Oh Gott, das ist so knapp da oben. Ey, wir sind punktemäßig aber sehr nah beisammen. Da kann auch alles jetzt kommt der entscheidende Faktor. Dann nehmen wir mal Big Blue natürlich. Gute Musik zum Finale muss sein. Nee, Partystrecke. Partystrecke. Oder irgendwas random von Vasco und das wird dann Big Blue. Naja, oder es wird Cooper City, aka mein Grad Untergang. B. Ey, wow! Ey. Na gut, dein Untergang wird's. Bann dich gleich, Lux, ne? Das ist wirklich, das ist meine absolute Hassstrecke in diesem Spiel. In 200 ist sie schlimm, aber in 150 geht das. Nein, die ist immer schlimm. Mit Slicks ist sie schlimm. Und ich fahr mit Slicks. Weil null Haftung auf Regen. Ja. Und, schöner Bremsstart. Ich mag Regen auch. Gib mir Vitamin Regen. Regeneration.
Oh, haut doch einfach alle ab. Mr. Morton auf seinem Trike. Ja, mein Lieblingspräsidentin ist aber auch Ronald Reagan. Stopp. Okay, keine Wortspiele mehr, okay. Ich erwarte hier rege Beteiligung, aber nicht sowas. Okay, hat Kevin irgendwie sein Pad abgegeben an jemand anders? Ich hätte zu weit vorne getroffen. Ja, also ich bin Zehnter. So viel dazu, wie ich diese Strecke finde. Wie mir hier einfach nicht der Sieg gegönnt wird, ne? Also das Klimalack ist doch real. Boah, diese Bombe. Tu nicht diese. Yo, Tintenfisch-Power. No! Echt runtergefallen. Oh, nein. Oh, 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 oh. Blauer Panzer, was soll das denn? Yo, Chat regt sich ins Zeug, ist auch gut. Aber bitte nicht deklinieren. Das wäre Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ich bin dann auch Sechster mittlerweile. Wieso klingelt das? Habe ich mein Arbeitsnotebook etwa nicht richtig ausgestempelt? Nicht ausgestempelt! Upsi! Überstunden in Überrunden. Ja, Überrunden wäre nett irgendwie, aber... Kann ich vielleicht einfach mal so ein Torpedo-Tim oder so? Oh, ich hätte auch gern Stern oder so. Aber kriegt man hier auch nicht, scheinbar nicht. Ey, denn es war eine richtig schlaue Entscheidung, dass wir das auf den Nachmittag gelegt haben und nicht auf den Vormittag. Bonk. Ich überhol. Gib mir gute Items. Ich habe einen Geist bekommen übrigens. Viel zu viele Pilze. Ja, ich den einen, der nichts bringt. Da hat Heaven wohl gewonnen, diese Runde. Gleich? Hey, dritter Platz, I take. Nehme ich. Okay, zweiter ist auch noch machbar. Ja, Glückwunsch. Nehmbar. Aber GG. Ja, frag nicht, Vasco. Da ich kann die Strecke nicht. Die Strecke ist mein Nemesis. Also nach dem Part, wo der Blitz kam, mich der blaue Panzer getroffen hat, ich zweimal mit einer Bombe erledigt wurde von Heaven, ging es halt nur noch bergab. Ja, war es halt komplett vorbei. Ja, mach ich doch mal go easy on me. Es wäre nice, wenn man einfach so eine unendliche Lobby anstellen könnte, das wäre cool. Andi, dafür muss man dann wieder so einen Cup aufmachen mit dem Code, oder? Ja. Ah, okay, I remember. Mein Nemesis Genesis. True. Okay, komm, wir können auf der Weltoberkarte gleich noch ein bisschen Geogesser spielen. Ja, du stehst gerade irgendwo so ein bisschen auf Schweden. Ich bin in Schweden, ja. Du bist Frankreich? Ja, vielleicht auch. Oder was? Spanien? Spanien war das. Halber Andorra. Yo, Big Blue. Endlich. Let's go. Kann ich gleich wieder Meme-Strecken wählen. Fängt ja gut an. Ich lasse euch mal einen Vorsprung, okay? Willst du nur die Musik genießen? Natürlich, ich lasse mir jetzt hier richtig Zeit. Wow, ich wurde von einem roten Panzer überholt. Oh ja, eine Banane. Das ist doch das, was man sehen möchte. Nicht jetzt. Ja. Du bist ein Lahmarsch. Und. Snipe. Oh. Das wäre mir bestimmt. Oh, ich habe mich auch getroffen. Ich habe auch den Schild geworfen. Schild geworfen. Rutschen hier Bananen.
Ja, ich habe den blauen Panzer zerstört. Auf dem 5. Platz. Chat, habt ihr einen Clip davon gemacht? Frage aus Gründen. Dann trifft mich noch so ein anderer Torpedo-Tim. Ja, vor allem Torpedo-Tim hier auf Platz 3 oder so. Ja, der hat mich auch vernichtet. Frechheit, absolute Frechheit. Ja, meiner ist gerade weg und dann werde ich von einem getroffen oder was? Die Strecke ist gleich um. Er ist noch auf dem ersten. Ich nicht. Oh! Okay, komm, zweiter. Nee, gut. Boah, fast hätte mich dein grüner Panzer noch getroffen. Alter, das war richtig schlecht. Also, wäre dieser Bananenvorfall nicht gewesen, dann wäre das eine 1. Ich hatte auch einen Bananenvorfall. Warte ab, bis du meinen Bananenvorfall siehst. Im Kreisfahren ist super. Okay, Big Blues durch. Die Meme-Strecken werden wieder aktiviert. Klappt. Was soll ich sagen? RNG liebt dich, ne? Ja, geht so. RNG hat eigentlich meistens was gegen mich. Du hast mir richtig Bock gemacht, mir heute Abend auch noch was zu essen zu bestellen. Ich unterstütze gerne die lokale Gastronomie. Ey, auf jeden. Wir haben so einen geilen Schnitzelladen hier bei uns, da wo wir auch schon mal waren. Ja. Yes. Und der hat halt leider sich dazu entschlossen, das mit dem Lieferdienst einzustellen. Also halt schon vor mehreren Monaten. Weil sich's für den leider nicht rentiert hat und ich habe einfach echt noch Schiss, dass der nie wieder aufmacht. Ja, das ist schade. Die Male Wild auf hatte, haben wir uns halt immer dann da auch mal was geholt, aber. Es war doch hier der Laden, wo wir waren, als es so voll warm war. Irgendwie. Ja! Du hast die Angewohnheit, immer nur im Sommer vorbeizukommen. Ja, sorry, dass ich da auch frei hab. Yo, Idrael! Oh, ich hab dich nicht getroffen mit der Bombe. Danke, danke für den Clip, dankeschön. Manu, jetzt hack ich. Häng ich hier bei den Volldirbs. Also noch bin ich Zweiter. Maximum War Levels. Oh, das sehe ich aber mittlerweile schon wieder. Oh, da kommt auch schon. Oh yes! No! Die Bombe! Frech! Das war eine richtig freche Bombe. Ja, das kann Kollege Lux da vorne sehen. Oh, die war so. Oh! Ey! Mein Pilz! Wurde er entwendet? Ja! Ich wurde meinen Pilz betrogen. Das könnt ihr einem Norddeutschen nicht antun. Immer. Auch nicht in der Luft. Diese Grüße, die grünen Panzer. Ja, Torpedo Tim! Donk! Er donkt dir hier einfach alles weg. Dritter Platz, was ist da denn los? Jetzt muss ich erstmal den Clip sehen. Hast du genau dasselbe doofe Zeug gemacht wie ich? Ja, wahrscheinlich. Also, da fliegt er. Da wirft er. Oh. Das war ja fast genauso doof wie ich. Ungesehen weiß ich jetzt schon, dass es einer meiner Highlights in der März-Clip-Compilation sein wird. Schön. Oh Gott, ich sehe eine Strecke mit LKWs. Bitte nicht. Oh, Yoshi ist besser. Weißt du, wo man langfahren muss bei der Yoshi-Strecke? Ja. Dann lerne ich jetzt was. Weil ich vergesse es immer.
Ich mache seit einer Stunde nichts anderes als hier hinterherfahren. Okay, let's go, let's go. Ich hier ganz lang um die Ecke. Okay, okay. Über die Brücke? Fährt man hier drauf? Ah, und dann hier durch. Okay. Ja, über die Brücke ist aber auch ein bisschen. Also bei 200 tricky. Dritten machen, das ist hart. High risk, high reward. Ja. Ist ein bisschen kürzer als der Rest. Yo! Der Snipe! Von Computer Toadette. Kann sie es wagen? Insane! Oh, ich habe Angst vor Toadette. Ist einfach Herr Pfannkuchen, personalisiertes Böses. Oh no. Ja, vom Gesichtsausdruck kommt das hin. Keine Chance, Metall Mario. Legierung abgelehnt. Aber mag deine dreckige Lache. Dieses riesen Yoshi-Ei, das macht mich nicht mehr. Man nennt mich nicht umsonst Val-Yulichi. Aber mein Ronald Regen unterbinden. Okay, let's go. Ich bin wieder hinter Toadette. Ja, okay. Mit einem guten Grind komme ich über die Brücke. Grind ist alles. Und meine Hupe! Meine Bombe. Ja, guter Torpedo, Tim. Der Link? Das war bestimmt Link. Nämlich sonst gar nichts. Nur so linke Manöver. Oh Gott. Lass mich hier durch. Oh Gott, wie schlecht war das? Tschüss. Nein! Oh, ich fahr aufs Gras, ich fahr aufs Gras. Warum fahr ich denn aufs. Nee! Nee! No! Ich. Was machst du? Oh, Shuri, hallo. Hallo, Shuri. Hallo. Okay, wir sind noch nicht durch. Eine Strecke noch. Ich glaube, eine kommt noch her. Ich hab Bock auf Discodrome. Yo, Discodrome, aber Banger-Soundtrack. Das Berghain des Mushroom Kingdoms. Aber nein. Okay, aber Geisterwelle ist okay. So im letzten Drittel ein bisschen Sleep, aber. Okay, kann ich noch Erster werden? Also, okay. Oh ja, wir waren relativ dicht beieinander. Wenn ich mich anstrenge, komme ich noch aufs Treppchen. Anstrengend bei einem RNG-Spiel, yay. Naja, wenn du siehst, wie ich Bananen werfe, hat das nicht mehr viel mit RNG zu tun. Da ist was dran. Okay, okay. Toadette überholt. Ziel schon mal erreicht. Progress. Ich schneide dich schon direkt, keine Sorge. Yo, Speed Boost! Wow. Oh Gott, oh nee! Oh nein. Toadette, was hast du getan? Wer wirft da Banane rum? Oh, Torpedo Tim! Och! Ja, aber ich hatte gerade iFrames, das war ganz gut. Bist du Team Feuerpflanze nach hinten oder nach vorne werfen? Wenn ich ein klares Ziel nach vorne habe, dann nach vorne und ansonsten random alles nach hinten. Same. Irgendjemanden kaputt. Lieber Leuten hinter mir das Leben versauen. Wie eine Schlange beim Einkaufen.
Schlange kann man das ja im Moment nicht nennen. Es kommt ganz drauf an. Hier ist es super, super weird, zu welchen Zeiten jetzt irgendwie die Schlangenbildung ist. Warum können Lücken die Schlangen? Außer die stehen bei euch nicht am Weg. Nee, nee. Das zum Glück nicht. Okay, Toadette ist wieder vor mir und Toadette will anscheinend auch Krieg. Nein. Vasco. Boah, das wird fast. Ja! Selbst vom Bardemont geboren. Oh! Diese Abkürzung. Fünfter? Das habe ich wohl ein bisschen interpretiert. Ja, gut, gut. Doch nicht gut. Okay, also ich glaube, Treppchen ist raus bei mir. Ein Punkt vor ihm. Einen Punkt. Oh no, ich bin wieder in Frame Drop City. Krass, immer so um 17 Uhr kriegt mein Internet ein bisschen weg. So, dann jetzt komm, wir machen noch eine Runde, oder? Also ich bin für eine Runde noch zu haben. Ja, let's go. Ja, go easy on me. Standard. Die Krone steht dir gut. Passt super zu dem Orange, ja. Partystraße möchte ich noch fahren und das Snack-Level. Da hätte ich noch Bock drauf. Ist gut, Rom. Hallo. Ist gut, Rom. Okay, Distodom. Ist ja nicht nur so, als hättest du Glück bei der Streckenauswahl, sondern auch im Rennen, aber okay. Okay, aber hey, Donkey Kong fährt mit. DK. Donkey Kong. Oh, Banana. Let's go. Bonk. No, abgewehrt. Ich habe das Gefühl, ich schieße diese roten Panzer mal ein bisschen zu früh. Ey, 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 ey! Was passiert da? Der hat ja schon wieder von Computergegnern rumgereicht. Das ist nicht schön. Weißt du, wenn wenigstens ihr das wärt, dann hätte ich dafür ein bisschen Verständnis. Ja, aber bei Computergegnern hört sämtliches Verständnis auf. Ey! Ja, jetzt kommt der blaue Panzer und der Blitz hat meine Hupe weggenommen. Panzer schutzlos ausgeliefert. Oh! Oh! Frech! Das war ein 1A Bombenplacement. Okay, dann geht er das an. Hey! Ich habe eine Schnapp-Piranha. Wieso hat sie nicht die Schallwellen gesnackt? Oh oh, hey! Ich so, will doch nur Spaß haben. Alle anderen so, vernichten. Nee, Mario kann nur Spaß haben. In den ersten 15 Minuten ja, danach nieder mit Tim. Jo, Weltromente, hallo, ich spüre mich selber. Can I get a one? Bitte, bitte, bitte. Tu nicht diese. Okay, okay, let's go. Jo, wir sind alle auf dieser Strecke. Der trifft, der trifft. Oh, er hat eine Bombe. No!
Er hat nicht dich getroffen. Das ist krass. Irgendjemand hat zum Spiel schon wieder mit dabei, oder? Oh, oh. Was ist denn das Problem von Lemmy, bitte? Hat mich auch mit einer Bombe weggemäht, der Typ. Lemmy ist einfach die neue Toadette, habe ich das Gefühl. Das war ja fürchterlich. Genau. Oh, eine okay. Andere Strecke, die ich wählen kann. Wo ist die Snackstrecke? Da, zuckersüßer Canyon. Kommt dies vor euch. Ich muss jetzt fast nochmal Cooper City genommen. Dann mache ich für dich das Käseland. Ey, Käseland ist fürchterlich. Ja. Käseland ist genauso fürchterlich wie die Großstadtstrecke. Käseland ist echt fürchterlich. Ein Gingerbread Toad oben links. Mhm. Es ist schon eine meiner Lieblingsstrecken, die hier. Geiler Soundtrack. Eine essbare Welt. Eine Strecke in Luncheon Kingdom aus Odyssey. Das oh ja. Neues Mario Kart mit dem Switch Pro Release Ende des Jahres. Okay? Nee, ich finde noch Breath of the Wild 2 dabei ist. Nee, erstmal irgendein Splatoon. Ja. Nee. FIFA. Actually, nee. Splatoon ist mir wirklich komplett egal. Ja, mir auch. Na, du, was gut. Ja, zu Recht kriegst du auf den Sack. Yo! Hupen pro Move. Roten weggehupt? Ja. Das war scheiße. Das muss man erstmal nachmachen. Kannst du den Heaven da vorne mal kaputt machen? Nee, der ist weg. Ach so. Ich versuche hier irgendwie auf diesem zweiten Platz zu überleben und gut ist. Und ich bin schon wieder an dem Punkt, wo ich. Was? Ich hatte gerade einen roter Panzer verschont. Yo! Power Slide! Wieso wirfst du Banane hin? Wenn ich sie nach vorne werfe, fahre ich selber rein. ganz einfach ist das. Waffeln hier. Oh no, ich fahre nie auf Blau. Blau ist ja komplett anders. Wir kommen jetzt nicht Blau. Oh, natürlich trifft er mich. In der letzten Runde. Oh ne. Oh ne. Oh. Oh. Eine Bombe. Ja. Nee. Lemmy. Diese Bombe. Mich hat Lemmy jetzt einfach zweimal hintereinander. Lemmy ist Erster übrigens. 4 erwachsene Männer verlieren gegen eine punkige Schildkröte. Ey, diese Bombe, die hat mich aus dem Leben getreten irgendwie. What? Ja, stell dir das mal bildlich vor. Jo, guter Geschmack. Mhm. Jo, guter Geschmack. Und es wird natürlich Varius abwarten. Ah, nee, doch nicht. Okay, aber zwei dritte Plätze nehme ich mit. Da bin ich nicht mehr mit. Jo, tschüss, Bitrate. Oh,
beobachte das gerade immer, das ist so ein neues Ding. Hat gar nicht mal was damit zu tun, dass irgendwie Natascha gerade am Arbeiten ist oder so, sondern einfach ab 19 Uhr wird das Internet mal kurz ein bisschen schlecht. Da startet hier irgendjemand im Haus seine Playstation. Aber Tim, es ist doch noch gar nicht 19 Uhr. Hä? Habe ich was Falsches gesagt? Ja. Oh. 19. Ja. Oh, stimmt, ja, ich meine 17 Uhr. Yo, jump, triple blood skip. Oh ja, ein Coin, dankeschön. Boah. Schön, ja, wo musst du dir? Der so richtig viel. Das geht auch noch ein Fass. Oh no. Das war eins. Okay, eins, zwei, drei. Genau, solange wir den Skipping kriegen, ist alles gut. Nee. Keine Sorgen in meine Performance. Geht's. Wenn ich mal was anderes als grüne Panzer kriegen würde, dann wäre es auch nett. Ich mag die Hitbrick-Einlagen von Baluigi. Nicht so mag den Blitz. Waluigis hassen diesen Trick. Wir brauchen einen Blitz. Was? Und nimm die Warbleiter. Oh nö, oh nö. Oh ja. Ja, triff was gut, triff was gut. Oh, schade. Ah, ihr wart schon hinter dir, okay. Keine Chance, keine Chance. Wir haben Lemmy überholt. Ne. Lemmy ist immer noch vor mir, aber danke. Ich habe die Mehrheit angenommen. Okay. Ich mag den Dragon Drift Bay. Sind wir schon im letzten Rennen für heute? Zwei haben wir noch, oder? Zwei noch. Oder? Oder nur noch eins? Das kann auch gar nicht. Wir werden es herausfinden. Gib mir mal Tic-Tac-Trauma. Aber meine Bitrate hat gar keinen Bock mehr. Nur noch rot und geht runter. Jo, Chad, seid ihr noch da? Schon alles weg. Kommt mir sehr bekannt vor, irgendwie bei so einem German-Event. Ey, das war auch krass. Aber bei mir ist es echt irgendwie an der Uhrzeit. Sonst bin ich eigentlich immer so konstant auf 5000 oder 5500. Und jetzt geht es immer zwischendurch mal so auf 2,5 runter. 2,5 ist immer noch okay. Ist halt dann ein bisschen pixelbrei, glaube ich, aber. Hat aber so einen schnellen, bunten Spiel wie Mario Kart. Ja, ist schon unnötig. Jo. Ja, wieso bin ich 6 da? Alles gut, bleib da mal. Ja, weil du 5 da bist und ich hab dich. Nee, ich bin 4. Dritter. Nö, Banana! Emmy, da ist er. Hört auf mit Panzern auf mich zu schießen. Jo, seht ihr die 1? Seht ihr die 1? Nein, weh, du schießt mal hin. Das würde ich niemals machen. Du dummer Hund einfach, ne? Ja, du hast uns jetzt einfach beiden das Spiel versaut. Weil wir jetzt von Lemmy überholt werden. Aber hättest du dich mal 2 Sekunden zusammengerissen? Wer ist da der Fun? Das ist ein Funracer, Tim. Wir sind hier in Deutschland. Fun wird zurückgegeben. Ach, Lemmy war es, na cool. Ey! Ohne Items.
Bitwell denkt sich 17 Uhr Feierabend. Ist halt echt schlimm. Das sind nur Iframes, oder? Genau. Okay, let's go, let's go. Da, 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 da. Ich sehe noch was, das ist sehr gut. Sehr nette Kleckse hier dieses Mal. Okay, vierter. Ey! Also wirklich Kevin nicht. Also was ich hier kriege, ist ein zu viel. Lemmy? Da kommt was Blaues. Oh! Der hüpft mein Ziel. Ey, Hauptsache vor Lemmy. Nein! Das kann nicht sein, Ernst. Lemmy. Ja, guter Zeitpunkt, die Show zu beenden. Ich werde von einem Computergegner überholt. Besser ist. In der Endwertung. Ja, schade. Ja, man sollte ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Das stimmt.